Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Video. Und in diesem Video möchte ich mir heute mal gemeinsam mit euch eine neue, sehr gefährliche Kreatur, die von Dr. Wu erschaffen wurde, anschauen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich einmal alle darauf hinweisen, dass das eine Kreatur ist aus der Serie Camp Kreidezeit Staffel 3. Das heißt, falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet und nicht gespoilert werden möchtet, schaltet jetzt am besten das Video ab. Und für alle, die das schon gesehen haben oder es nicht mehr abwarten können und mit mir gemeinsam diese neue Kreatur in Jurassic World Evolution anschauen möchten, das hier ist E750 oder besser bekannt als der Scorpio-Rex. Da haben wir ihn. Sieht so ein bisschen aus wie ein hässlicher Indoraptor. Der ist aber auch so ein bisschen misslungen in der Kreation. Sieht aber wirklich böse aus. Sehr, sehr cool, dass wir den so schnell hier in Jurassic World Evolution bekommen haben. Ich finde es auch perfekt hier in so einem heruntergekommenen, verlassenen Forschungsgebiet und dann auch noch im Regen. Viel besser geht's gar nicht. Der wird wahrscheinlich hier auch die Uranus, die da noch rumlaufen, noch erlegen. Weil das ist wirklich eine Killermaschine. Benutzt logischerweise das Skelett von dem Indoraptor. Ich meine, wie böse der aussieht. Ganz viele krumme, schiefe Zähne. Hier oben die Stacheln, die er, glaube ich, schießen kann. Ich muss dazu sagen, ich habe das Video auch nicht eher gemacht, weil ich habe halt Camp Kreidezeit noch nicht durchgeguckt. Aber ich bin mittlerweile an der Stelle angekommen, wo dann auch der Scorpio-Rex rankommt. Deshalb konnte ich das Video jetzt erst aufnehmen, weil ich mich selber natürlich auch nicht spoilern wollte. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze dann noch entwickelt, weil ich bin jetzt gerade sogar in der Folge, wo man ihn das erste Mal richtig sieht. Ich werde das nach und nach dann noch weiterschauen und dann mal gucken. Ich würde jetzt gern sehen, wer hier auf Jagd geht. Die Uranus sind da gerade am Fressen, aber er schleicht sich schon so ein bisschen an. Er frisst jetzt erstmal so. Das könnt ihr jetzt hier sehen. Animationstechnisch sieht das natürlich sehr, sehr gut aus. Ist halt alles sehr ähnlich wie beim Indoraptor. Aber das Coole ist halt, der wird wahrscheinlich dann auch die Animation vom Indoraptor benutzen. Und der Indoraptor hat ja sehr, sehr viele coole Animationen und auch eigene Animationen, die nur er benutzt. Oh, ich glaube, jetzt geht's hier direkt auf Jagd. Sieht zumindest ein bisschen so aus. Oh, oh. Jetzt kommt der Scorpio-Rex. Und schnappt sich hier den ersten Urano. Kurzen Prozess. Mega hoch gejumpt und direkt an den Kopf. Und dann erstmal ein Nickerchen, ohne ihn überhaupt zu verspeisen. Der andere darf noch einen Moment weiterleben. Das sieht schon echt böse aus hier in dem Regen. Der andere Urano läuft um sein Leben. Schnell in die Forschungsanlage hinein. Aber ich glaube, er kann dem Scorpius-Rex nicht entkommen. Der ist hier nämlich schon wieder auf der Lauer. Das erinnert mich auch gerade ein bisschen an Camp Kreidezeit hier mit den Uranus und diesen Containern. Ziemlich cool. Okay, auch wenn er da so ein bisschen durchläuft. Aber das bleibt leider nicht aus. So, wo ist er denn jetzt? Das sieht so cool aus bei Regen. Ich glaube, er hat eine Fährte aufgenommen. Oh oh. Jetzt rennt er los. Urano, renn um dein Leben. Okay, er hat nochmal Glück gehabt. Der Scorpius Rex rennt jetzt hier hinein. In die Forschungsanlage. Ich zeige euch jetzt auch den Scorpius Rex nochmal im Entwicklungslabor. Hier habe ich sogar schon den nächsten oder die nächste Beute eher gesagt freigelassen. Ich glaube, ein Kontrahent ist es nicht wirklich.
nämlich ein Velociraptor. Hier haben wir ihn, Scorpius Rex. Velociraptor-Genom und Carnotaurus-Genom. Aber ich glaube, da fließt noch ein bisschen mehr ein, dass da so ein hässliches Ungeheuer bei rauskommt. Bild sieht sehr, sehr cool aus. Cool, dass auch der Text angepasst wurde. Und auch hier gibt es dann wieder verschiedene Skins. Und. Aber ich denke mal, der ist ein Einzelgänger. Deswegen werde ich die anderen Skins jetzt nicht freilassen. Wenn ihr die dann mal sehen wollt, ich weiß nicht, ob die überhaupt was verändern, schaut in der Videobeschreibung vorbei. Dort könnt ihr die Mod dann selber ausprobieren. Wir lassen jetzt eher mal den Velociraptor frei. Und dann bin ich sehr gespannt, was passiert, wenn dann Velociraptor und Scorpius Rex aufeinandertreffen. Oh, wie fies das aussieht. Das sieht so unfassbar cool aus. Was ein Monster. Der hat, glaube ich, auch einen giftigen Biss, wenn ich das richtig gelesen habe. In der Serie verschießt er ja seine Stacheln. Das kann er logischerweise hier nicht. Oh oh. Okay, der Raptor steht da. Scheint auf jeden Fall noch nicht hinter dem Raptor her zu sein. Das sieht so cool aus. Jetzt auch noch perfekt hier mit dem InGen-Schild im Hintergrund. Oh Gott, jetzt geht's los. Ich glaube, das wird nicht gut ausgehen für den Velociraptor. Ein letzter verzweifelter Angriff. Aber der Scorpius Rex macht kurzen Prozess. Keine Chance hat der Velociraptor hier. Und fressen tut er ihn auch nicht. Er hat ihn einfach nur getötet, weil er es kann. Oh Gott, sein nächstes Opfer kommt. Ein Cerato. Mitten auf dem Forschungsgelände hier. Ich glaube, da wird er auch kurz einen Prozess machen. Der Kopf ist unten. Und da packt er ihn. Und auch ein Ceratosaurus hat absolut keine Chance. Ich glaube, wir brauchen noch was Größeres, um die wahre Stärke hier zu testen. Und zu guter Letzt wird sich der Scorpius Rex gleich gegen dieses Exemplar hier behaupten dürfen. Gegen einen Tyrannosaurus. Da bin ich mal gespannt. Das wird ein Kampf der Giganten werden. Mal schauen, wann sie hier aufeinandertreffen. Ich glaube, noch ahnt der Tyrannosaurus nichts davon, dass hier noch eine andere gefährliche Kreatur umherläuft. Aber man hat ihn gerade schon gehört im Hintergrund. Er ist wahrscheinlich schon auf der Lauer und beobachtet den T-Rex. Und schlägt dann gleich zu. Und da schleicht er sich schon an. Er hat ihn auf jeden Fall im Blick. Dreht sich jetzt auch um. Und jetzt geht's, glaube ich, los. Der Kampf der Giganten. Oha. Der Scorpius macht hier direkt den ersten Treffer. Der Tyrannosaurus ist jetzt schon blutüberströmt. Auch dieser hier ist hier chancenlos. Gegen diese gefährliche Kreation von Dr. Wu scheinen irgendwie alle chancenlos zu sein. Da schreit er nochmal und ich glaube, ja, das war's mit dem Tyrannosaurus. Der Scorpius Rex macht auch hier kurzen Prozess und zeigt, dass er hier wirklich eine Killermaschine ist. Eine sehr, sehr gefährliche Kreatur. Finde ich sehr cool, dass die so schnell als Mod in Jurassic World Evolution
hineingemoddet wurde. Also die Modding-Szene macht da wirklich einen guten Job. Wenn ihr die mal selber ausprobieren wollt, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall. Und dann könnt ihr auch mal die anderen Skins abchecken. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich fand's sehr, sehr cool, gerade auch hier bei diesem ganzen Regen und sowas. Das war sehr atmosphärisch. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich sehr über ein Däumchen freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.